Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Was Together. Herzlich willkommen auch bei Beth. Hi. Und bei Xyra. Hallo. Und natürlich bei meiner Wenigkeit im Nacho. Ich hab die gute Seele vom Let's Play. Ich hab die Kiste immer noch. Also irgendwie will sie aber nicht zu mir kommen. Ihr habt doch den Scheiß doch irgendwie ercheatet oder was? Wie gesagt, ach da, auch da ist sie. Jetzt sehe ich sie auch. Siehst du sie auch? Ja, nee, das backt bei mir so ein bisschen. Wenn ich zu hoch gucke, ist sie weg. Wenn ich so auf Erdhöhe gucke, dann sehe ich sie oben am Bildschirmrand. Ich habe aber ein Problem. Und zwar? Ich habe gar keinen Platz. Ich komme. Ich glaube, er ist sowieso schon unterwegs. Selbstlos, wie ich bin. Genau, selbstlos, wie du bist. So. Was habe ich denn in der Tasche? Dreimal Samen. Ich nehme auch gleich den Pfeil und Bogen in die Hand, damit ich die gleich über den Haufen schießen kann. Okay. Damit du mir nichts klaust. Aha. Warte mal. Dann komm mal her. Ich habe einen Pfeil und Bogen in der Hand. Weiß doch. Jahrelang H1Z1 erfahren. Alleine jahrelang. Battle Royale. Meisterschaft. Naja. Also was ich da bei dir gesehen habe, das war ja eher semi-professionell. Das waren ja auch alles Cheater. Ja. Geht das wohl? Geht nicht, ne? Hüpf. Ich wollte ein Loch in den Fallschirm reinschießen, geht nicht. Ey, das wäre eigentlich recht cool. Ja, das solange da nichts cool, Zerbrechliches ne? drin ist. Na wieso, du musst ja nur ein kleines Loch reinschießen, kommt er etwas schneller runter. Umso mehr Löcher, umso schneller kommt er. Also wenn du es eilig hast, machst du ganz viele Löcher und wenn du nicht, dann... Ja, aber stell dir mal vor, das Material ist schon so ein bisschen porös und aus dem kleinen Loch wird ein großes Loch und das wäre dann ja doof. Es kommt auf die Geschwindigkeit an, mit der sich das große Loch entwickelt. Ach du, komischer Meisterschütze, ist irgendwie direkt an mir vorbeigegangen. Warte mal. Alter! Voll erwischt, ja? Aber auch genau in der richtigen Höhe. Ich hab da was zwischen den Beinen stecken. Guck mal, ich hab da was zwischen den Beinen stecken. Also wenn ich das jedes Mal sagen würde, ne? Na, zwischen den Beinen nicht, es ist leicht. Das ist okay, es ist doch mehr oder weniger fast. Alleine aus meiner Sicht ist der Fall genau andersrum. Der ist mit den Federn zuerst in mich eingerammt. Zeig mal. Nee, aus meiner Sicht ist er von aus dem Rücken gekommen. Geht ja quasi durch die Niere durch. Oh, dieser Kerzenhut, der ist ja Burner. Yay, Jacke und Dings und das und... Wir hätten nichts bekommen. Doch. Du? Ich hab was bekommen. Ich hab was. Achso, ich auch. Ich hab eine Kamera. Ah, du hast die Kamera. Ich hab eine Jacke. Und sie bedeckt sogar mein Schniepel. Hast du nichts zum Überziehen, Abo? Ich hab hier noch was. Wie? Ich hab doch einen Rock an und ich hab eine Jacke an. Ein Pullover. Ich hab hier langärmeliges T-Shirt in Blau, wenn du möchtest. Ich hab einen Pullover, du, das ist recht warm. Ich lass mal so. So, ich geh mal weiter jagen, weil ich bin nämlich gleich tot, weil mir da was zwischen den Beinen steckt. Wolltest du eine Binde? Ich hab eine Binde. Wenn mir das ein bisschen was bringt, gerne. Bitte schön. Ja, bringt schon was. Ja. Magst du mir... Ach, warte mal, eine neue. Ach, das ist ja auch geil. Ich kann. Ich habe mir gerade selber den Pfeil rausgezogen. Aus dem Schritt. Soll ich denn noch eingeben? Nein. Nein. Ja, so wie dann zum Meisterschützen. Das war echt cool. Ich bin ja auch einer, der extra daneben schießt, nicht wie du. Ja. Ich habe auch. Also, ich habe nicht auf dich. Ich hab nicht auf dich. Nein, das würde ich doch niemals tun. Nein. Dafür war der Schuss sehr platziert, muss ich sagen. Ja. Hat so ziemlich genau die richtige Höhe gehabt. So, das hier ist Flussausläufer, ne? Dann kann ich hier nämlich mal schnell so. Trinken. Ich suche immer, ich finde doch keine Steine mehr. Warum finde ich denn gar keine Steine mehr? Konnte man nicht direkt aus dem Fluss trinken? Nee. Das war bei Forest. Stimmt. Stimmt. Und bei Ark und bei 7 Days früher. Früher ging das auch mal. Konntest du bei 7 Days auch aus dem Fluss. Kannst jetzt immer noch, aber jetzt kriegst du Dünnpfiff.
Glaube ich zumindest, okay, dass das noch okay, immer geht, ne? Ich brauche ein bisschen Stoff. Wie gesagt, das kann weiß ich auch nicht, gleich mal ein Ahnung. Bisschen auf Tour gehen hier. So, und ich habe mir jetzt natürlich nicht markiert, wo unser Landstück ist. Naja, das findet man ja eigentlich am Meer im Osten. So viel Möglichkeit gibt es da ja nicht. Also ich hab's mir markiert. Wenn ich dich finde oder du mich findest. Muss es ja irgendwie rechts von mir sein. Beziehungsweise links. Also ich laufe schon mal in die richtige Richtung. Ja, auf jeden Fall irgendwo auf dieser Insel. So. Mir fehlt noch immer noch Ich finde doch keine Steine, die ich hier mal ein bisschen erschlagen kann. Geht nicht. Ich finde nur Steine, die ich nicht erschlagen kann. Ich glaube, ich habe jetzt auch schlauerweise... Ach doch, ich habe Pfeil und Bogen dabei. Sehr gut. Nur für den Fall des Falles. Im Falle alles eines Falles. Allen wirklich alles. Das ist ja nett. Was mache ich denn jetzt, so was Doofes? Ich hab gleich noch was für dich, Zyra. Ja, ich bin gerade noch unterwegs. Ich will ein bisschen Holz sammeln und so. Bert kriegt das nicht, weil der ist gemein zu mir. Ach so, ja, das finde ich aber auch. Also die Entscheidung kann ich total verstehen. Kürbis. Das ist doof. Ich bin zu viele Kürbisse. Gut. Ja, ich finde, jetzt rollt er mir weg. Nein, nicht ins Wasser, nicht. Bleib hier, Kürbis. Hallo. Bleib. Jetzt ist er weg. Ab im Wasser. Man kann übrigens doch direkt aus dem Fluss trinken. Wie denn? Weiß ich nicht, aber hier steht trinken. Dann war ich vielleicht nicht tief genug. Ach, ich bin aber auch. Oder du hast nicht tief genug reingeguckt, sagen wir es mal so, weil ich stehe quasi am Rand. Okay. Was schmeiße ich den jetzt mal kurz weg? Bin da. Kann ich mir... Roll nicht so weit weg? Ach, rollt auch in den Fluss. Okay, da ist er. Ich hoffe ja, dass ich auch irgendwie Mais oder Kürbis oder so finde. Das wäre natürlich grandios. Ja, Mais wäre nicht schlecht, weil das würde uns so ein bisschen das Jagen ersparen, sage ich ja, mal. Ja, Kürbis auch. Kürbis bringt auch unheimlich viel. Also ich bringe diesen einen Kürbis jetzt noch mit, weil ich bin voll. Und eigentlich wollte ich ja... Ich habe gar keinen Stein. Bei mir spielt gerade voll die dramatische Musik. Wie ich... Ach, Steine. Oh, ein Pferd. Die kann man jetzt noch nicht tamen, ne? Nein, töten. Nein. Da gibt's super Wurst. Ich esse ja noch nicht mal im Real-Life-Pferd. Aber okay, weil wir am Anfang stehen. Oh, und das ist auch noch so ein hübsches Tier. Oh, was habe ich getan? Ich habe ein Pferd getötet. Also wird ich... Wieder warum machst du so weiter auch? Ich hätte es nicht gekonnt. Also, du bist ja so eiskalt. Ja, gerade du. Mann, jetzt muss ich mich doch hier bei dem Stein echt um ihn rum bemühen. Das ist ja echt nicht mehr schön, ne? So, jetzt muss ich das hier alles nochmal mitnehmen. Was schmeiß ich denn für jetzt Ding. Weg? Das ist, finde ich, sowieso noch 10.000 Mal. Nach langer Zeit mal wieder Stein gefunden. Unglaublich. Ja, das ist bei mir auch tatsächlich ein bisschen schwierig mitunter. Naja, warum das so ist, wissen wir beide ja. Ne? Also. Ich habe hier noch keinen Stein gesammelt, also... Ist richtig. Tja, ist so. Pass auf, in der nächsten Folge sehen wir denn, wie sie ein komplett vierstöckiges Haus nur aus Stein baut. Wir werden das nächste... Wir werden das in den Folgen erstmal überprüfen. Das könnt ihr gerne machen. Und wehe, sie hat gelogen, dann kriegt sie keinen Stein mehr. Er bringt ja nichts, wenn wir nichts finden. Das stimmt allerdings. Da war ein kleiner Denkfehler. Aber nur minimal. Minimal. Ganz, ganz, ganz minimal. Ja, minimal. So, oder ich schmeiß das Ding hier weg. Ich habe unser Häuschen gefunden. Da. So, ich muss auch gleich wieder zurück, weil ich bin jetzt voll. Und ich habe ein Pferd getötet. Oh, das geht gar nicht. Warum machst du auch sowas? Weil wir das Essen brauchen. Ja. Weil ich
bin hier echt auf Minimum. Ich habe extra gesagt, ich bringe Kürbis. Es ist auch immer noch Fleisch im Campfire, also hör auf zu weinen. Ich weine doch gar nicht, weil ich will euch das nicht wegnehmen. Weißt du, wenn es wirklich so läuft, von wegen, dass genau das unser letztes Fleisch ist, dann will ich sagen können, nehmt ihr es. Ich opfere mich für die Gruppe. Ja, ja. Dann opfere dich bitte leise. Ach so, nur mal für die Info, so in einer Beziehung läuft das genauso, ne? Ja. Dass du dich leise opferst? Nee, dass sie dann sagt von wegen, okay, dann stirb du langsam, ich nehme die Schokolade. Naja, bei Schoki, das ist auch so eine Sache für sich, ne? Sie denkt dann immer so an Bruce Willis, weißt du, da hieß ja auch, stirb langsam. Ja, genau. Das stimmt. Siehst du? Ich habe kein Holz mehr. Ja, und ich habe keinen Platz mehr. Ich muss jetzt erstmal nach Hause laufen. Das war so irgendwie nicht geplant. Der ist, wie mache ich denn das? Achso, und was trinken muss ich ja. Jetzt habe ich mir extra hier mein... Achso, jetzt habe ich das getüdelt, glaube ich. Kiste! Also ich kann da nicht trinken. Ich auch schon wieder. So, hier ist noch ein bisschen Stoff. Kann ich das noch mitnehmen? Ja, sehr schön. Dann muss ich die ganzen Samen auch mal einpflanzen und dann habe ich da auch kein Problem mehr. So, bop. Ich brauche ja, wo ist er denn? Dort. Jetzt geht mir doch das Holz gleich schon wieder aus. Das ist mir gerade ausgegangen. Ja, ich sollte auf dem Weg nach Hause jetzt auch zumindest den angefangenen Stack, den ich habe, den auch nochmal voll machen. Irgendwie, ich habe ein komplett volles Inventar, aber habe das Gefühl, ich habe nichts gemacht. Also irgendwie, weiß nicht. Bist unzufrieden, sagst du? Ja, ich bin gerade ein bisschen unzufrieden, also... Was soll man auch dazu sagen? Ja, das stimmt schon. Wie lange haben wir noch? 8 Minuten. 8 Minuten haben wir noch. Dann, ich weiß nicht, wie 8 Minuten noch? Jetzt muss ich ja mal nachgucken. Ja, obwohl wir sind so weit abgeschlagen, ne? Sonst hätte ich glatt mal gesagt, dass man vielleicht mal einen Ausflug macht zum Wasseraufbereitungsanlage. Nee, jetzt, ich bin jetzt gerade erst auf dem Weg nach Hause, muss mich erstmal leer machen und so. Also. Ja, nee, ich will nur, dass die Zuschauer wissen, dass ich gerne das Let's Play ein bisschen aufgewertet hätte. Du machst ja noch nicht mal eins, also kommen wir jetzt nicht damit. Und außerdem muss sie sich ja dann auch erstmal umziehen und so weiter, wie es mit der Frau ist. Allein das dauert ja schon. Ja, das kenne ich von Xira. Das ist extrem. Hallo? Spinner, ich krieg hier gleich 10.000 Disabos von den Mädels. So. Ja, aber seien wir doch mal ehrlich, es ist ja nun mal so, oder nicht? Naja. Wie das halt so ist. Redet ihr mal. Ich wollte gerade sagen, also... Wir Männer, ab ins Badezimmer, linker Arm, rechter Arm. Also, ich erwähne jetzt nur mal, wenn wir irgendwo hin wollen, du brauchst im Bad doppelt so lange wie ich. Das hat aber andere Gründe. Ach ja? Warum mache ich denn jetzt schon wieder Sachen, die ich gar nicht machen will? Wer im Glashaus sitzt, ne? Just saying. Der sollte das Steinschmeißen zunächst vermeiden. Ja, da gebe ich dir recht. Oder an andere weitergeben. Genau. So, das sind so tolle Sachen, die wir, glaube ich, brauchen können. Ich habe immer noch nichts zum Jagen gefunden. Das gibt's doch gar nicht. Naja, du guckst halt nicht richtig hin. Ach so, Nicole. Du bist gerade am Sägen, habe ich gesehen. Dürfte so nicht funktionieren. Ich bin gerade... Ach, du bist gar nicht zu Hause. Setzen. Ach so, ich leg dir mal unten was... Geht nicht. Ich wollte unten was in eine Kiste reinlegen. Ja, ich brauche noch eine zweite Kiste. Oh,
kaputt. Dann gebe ich dir mal direkt was. Ich habe keinen Platz. Moment, ich brauche erstmal eine zweite Kiste. Okay. Ich kann auch nicht mal die zweite Kiste denn nehmen. 52 Knochen hast du? Wow. Du hast ja richtig viele Tiere platt gemacht. So, ich sorge jetzt gerade erstmal bei mir hier für ein bisschen Platz. Oh, mein Wecker sagt mir gerade, wir nehmen in 10 Minuten auf. Aha. Wir nehmen in 10 Minuten auf. Sagt mein Wecker gerade. Er ist ein bisschen hinterher, oder? Nein, das liegt einfach daran, weil das halt ein Rotieren ist für jeden Sonntag. Mhm. Und jetzt haben wir es halt 10 vor 1. Und deswegen sagt er mir jetzt, in 10 Minuten würden wir aufnehmen. Weil normalerweise nehmen wir immer um 1 auf. Stimmt, hat er recht. So, noch eine Kiste. Achso, das kommt ja dann auch eher dort. Achso, die stelle ich mal nach oben. Ich stelle die leere Kiste, stelle ich mal nach oben, wenn ich nach oben komme und nicht immer von der Treppe fall. Ich weiß noch nicht, was ich mit diesem ganzen komischen Kram machen soll, das ist ja... So. Wisst ihr eigentlich, was das Übelste ist an diesem Neustart? Na? Wir hätten in der ersten, also in der letzten... Nee, in der vorletzten Folge war das, ne? Also wir sind jetzt in der dritten Folge, ne? Wir sind jetzt in der dritten Folge, ja. Ja, wir hätten vor 2 Folgen, hätten wir den Steinbruch gebaut. Ja, das stimmt. Weil den hatten wir ja schon fertig. Wir wollten nur halt bis zur nächsten Folge warten, dass wir ihn aufbauen. Stimmt. So, in der Kiste unten ist wieder Platz. Das ist schön. Dann werde ich da gleich mal irgendwie was reinmachen, glaube ich. So... Ich glaube nämlich, ich habe da was für dich und ich glaube auch, darüber könntest du dich sogar freuen. Okay. So, das muss da ja auch noch rein. War noch eine Tür. Ah ja, und jetzt. Nee, kann auch da rein. So. Achso, und dann. Wo ist denn jetzt unser Zuhause? Warum kann ich denn keine Tür machen? Hast du immer noch nicht markiert? Nee, ich vergesse das immer. Ich renne immer zurück mit dem Vorwand, du willst jetzt markieren, aber irgendwie, du weißt ja, wie das ist. Ein Blatt, ein Baum. Du wärst kein guter Kiste. Hund. In die Kiste. Ein provisorisches Hackbeil. Aha. Sehr schön. Gut gegen Wölfe, wollte ich gerade sagen. Gut gegen wilde Tiere. Mhm. Kann man sich doch wunderbar Tiere mitjagen, glaube ich. Hoffe ich. Eventuell vielleicht. Ich bin ja jetzt ein ganz schlaues Kerlchen. Aber so ein schlaues Kerlchen gewesen, das glaubt ihr nicht. Wieso kann ich denn die Tür hier jetzt nicht reinsetzen? Ist denn nur kaputt? Mann. Jetzt. Ich bin ja so dusselig. Wieso? Was hast du angestellt? Ich habe mir nur die Fundamente auf meine Ernte gesetzt. Okay, das ist, glaube ich, nicht so gut. Das war extrem cool. Ich glaube, das sollte ich öfter tun. Da ist die Ernte geschützt. Wie? Naja, wenn ich die Fundamente auf meine Ernte setze, ist die Ernte geschützt. Aha. Kannst du denn auch noch ernten? Ja, ich nehme einfach mein Haus kurz auseinander. Ja, das ist ja schnell gemacht. Das ist ja kein Problem. Oh, Stoff. So. Oh. Sieht so aus, als bräuchte ich nur ein Fundament wegnehmen. Dann noch eine Tür. Ja. Könnte es gewesen sein, wie schön. Und wenn ich jetzt hier auch wieder rauskomme, komme ich. Dann läuft alles. So, was habe ich hier noch? Was habe ich hier noch? Könnte mir endlich mal Schuhe herstellen, ne? Mach ich hier denn noch so einen kleinen Raum? Ich glaube ja. So.
Jetzt sollte ich vielleicht dann doch auch mal irgendwie jagen gehen, glaube ich. Ja, ich hab's gerade versucht, aber leider nichts gefunden. Dann brauche ich noch eine Tür. So. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Die Zeit ist schon wieder rum? Ja. Ich sehe. Unglaublich, oder? Du hast hier ja schon eine halbe Kirche hier stehen. Du. Bist du gerade bei mir? Ich glaube, gleich essen, gerade essen. Achso. Ja, die ist echt immer verdammt fix, ne? Ja, das ist der Hammer. Also die hat ja... Also... Für, das ist für eigentlich Sekten. eine sehr gute Idee, was sie da gemacht hat. So, es wird ein sehr schönes Haus. Ich glaube, es wird noch schöner als mein letztes Häuschen. So. Ich glaube, eine Sache gucke ich mir bei dir ab und mache das auch. Was denn? So gerade ein. Weil ich kann hinten jetzt nicht mehr so dran bauen, wie ich es gerne hätte. Nee. Ach, sehr gut. Ach, da ist ja noch ein Hanf. So, dann brauche ich nochmal ein neues Campfire. Ich habe zu nah am Strand gebaut und deswegen habe ich jetzt was falsch gebaut. Das mache ich beim nächsten Mal richtig. Oder so. Okay. Da muss ich jetzt nur, damit ich es auch nicht vergesse. Und, achso, habe ich oben schon eine Tür? Ja, sehr, sehr gut. Wer reißt hier gerade wo was ein? Das klingt irgendwie, als wäre es bei mir im Haus. Ich bin unschuldig. Achso, aber wo reißt da gerade ein? Das klang nämlich... Weil es klang eben so, als wenn mir hier jetzt irgendjemand mein Haus auseinander nimmt. Das klang so nah. Hallo, Tür rein. Sowas würde ich doch niemals tun, nein. Ich suche immer noch Materialien, damit wir zumindest erstmal einschmelzen können. Was meinst du einschmelzen? Eisen und so. Also du möchtest eine Forge bauen? Genau. Ein bisschen Brennstoff kann ich dir geben. Ich habe noch 54 Mal. Kannst Ach du so, mir du mit Zinsen zurückzahlen? Das heißt, du hast schon eine Forge, oder was? Eine Forge habe ich schon und ich habe auch noch 54 Mal Brennstoff. Ich war mal wieder ganz schlau. Na? So richtig ganz schlau. Was hast du getan? Also, ich habe vergessen, dass ich ja mein Holz gar nicht zurückkriege. Nee, das stimmt. Deswegen war ja bei mir die Aktion zu Anfang jetzt auch so eine Materialverschwendung. Jetzt stehe ich im Freien. Jo, ich biete dir auch diesmal wieder Asyl. Allerdings Dass die Sau doch draußen pennt, Mensch. Das ist doch viel witziger. Das ist doch eine schöne Ecke, es ist schön warm. Und kann ich einfach mal hier so zwischen meinen Kisten schlafen. Wer baut sich einen Bunker? Naja, wenn du es gemütlich findest. Ein Bunker? Allerdings müssten wir so langsam zum Ende kommen. So quadratisch praktisch, stimmt. Ja, müssen wir. Müssen wir tatsächlich. Ja, es wird Zeit, das stimmt. Ich würde nur ganz gern, doch nochmal ganz kurz was machen. Einmal so. Nee. Und einmal so. So, jetzt weiß ich wenigstens, wie ich bauen will. Ah, du das meinst, damit du es, ich wollte gerade sagen, damit du es beim nächsten Mal noch weißt. Mhm. Ja, dann hoffen wir mal für die nächsten Folgen, dass die Map dann jetzt so bleibt, weil es kamen ja jetzt zwei große Patches. Das wäre da ja so, wünschenswert. Die haben uns so ein bisschen reingeritten. Jetzt ist natürlich die Frage, was jetzt noch für Nachpatches kommen, wegen den Fehlern. Ja, müssen wir schauen, ne? Ja, Daumen drücken. Ich hoffe auch, dass das jetzt erstmal war. Ich bin nämlich gerade sehr zufrieden mit meinem Häuschen. Das muss ich gestehen. Dann würde ich sagen, danke und tschüss und auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Genau, bis dahin. Und ciao, tschüss. Ciao.